Solange der Besen noch in Fortnite ist, müsst ihr die folgende Falle unbedingt ausprobieren. Okay, ich habe jetzt endlich einen Besen gefunden. Jetzt muss ich kurz runtergehen und unten den Pool jetzt zumachen mit Materialien. Wir sind überall Steps. Ich hoffe, das sind jetzt erstmal nur Bots. Zack, hier überall Cones. Jetzt gehe ich hoch mit dem Besen und werde jetzt warten, bis ein Spieler vorbeikommt. Denn wie ihr wisst, kann man mit dem Besen nämlich Gebäude kaputt machen. Das heißt, sobald ein Gegner genau neben mir ist, werde ich den Besen aktivieren, sobald er mir hinterherläuft. Und dann sollte er eigentlich runterfallen und hier durch den Fallschaden eliminiert werden. Ich hoffe, das klappt. Jetzt müssen wir warten und gucken, ob hier irgendwie noch ein Gegner rumlungert. Nämlich, ich glaube, unten beim Tresor war jemand. Ich muss ordentlich Krach machen in der Zeit. Ein bisschen rumschießen. Hier steppt schon die ganze Zeit, ne? Oh mein Gott, der ist los! Komm, 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 komm. Let's go! Wichtig!